ich bin die Yves vom Caravan Center Thüringen. Ich zeige euch heute ein paar Sun Living, unter anderem einen meiner Lieblinge, den A75DP. Warum? Ganz viel Raum. Viel Raum, hier geht's los. Das heißt, ich habe hier 1,15 Meter mal 80 und das zweimal. Ich kann schön durchladen, ist wirklich für die komplette Familie alles mit untergebracht. Und, was sehr praktisch ist, wer einmal im Regen versucht hat, aus der Garage was rauszuholen, ist dafür richtig dankbar. Schöne große Klappe, schauen wir uns gleich an. Schön sauber und trocken, auch aufbewahrt, die Gasflaschen. Ganz einfach, hier viel Platz für 2x11 Kilo. Der bewährte Monocontrol CS auch hier mit verbaut, auch hier wieder. Heizen während der Fahrt, genauso wie das Kühlen vom Kühlschrank mit möglich. Damit nichts im Weg rumkullert oder lose ist, haben wir hier ganz einfach die Aufnahme für die Markisenkurbel mit untergebracht und das Ersatzrad als kleiner Sicherheitsanker immer mit verbaut. Damit man ein Fahrzeug der Größe auch ganz bequem an solche Stellen bringt, gibt es standardmäßig immer die Rückfahrsensoren mit drin. Das heißt, Rückwärtsgang einlegen und schon geht's gepiepse los. Der Abwassertank 85 Liter ist hier unterm Fahrzeug verbaut, ganz klassisch. Aber ich muss nicht irgendwo suchen, wo kann ich es rauslassen, sondern ich habe es ganz einfach hier auf der Kante mit untergebracht und sehr simpel über den Drehgriff zu öffnen. Auf der Seite haben wir die ganzen Medien mit untergebracht, das heißt Stromeinspeisung. Im Anschluss dran gleich die Kassette der Toilette, auch hier wieder die Tedford. Der Abgaskamin für die Kombiheizung und im vorderen Bereich leicht zugänglich und schön groß der Frischwassertank. Damit wir ein schönes, großes und vor allen Dingen helles Fahrzeug haben, gibt es natürlich auch riesige Fenster für das Ganze mit. Standardmäßig ebenso, und das ist was Besonderes, im Alkoven ganz klassisch und immer in der Serie inklusive Fenster rechts, links. Und wer es noch heller und freundlicher haben will, kann hier einfach auf die große Panoramafront schauen. Natürlich immer auch mit Fliegenschutz und Verdunklung. Ich kann euch ja viel erzählen von wegen viel Raum. Deswegen, wir gehen einfach mal nach innen und dann überzeuge ich euch. Vorderer Bereich überzeugt hier durch viele Kleinigkeiten. Das heißt, ich habe den Fliegenschutz in der Tür mit drin. Gerade im Sommer ist es wichtig, dass man gut alles mit draußen halten kann und trotzdem die Wärme los wird. Oberschrank auch hier wieder voll nutzbar. Lässt sich natürlich auch hier ganz normal für den Fernseher mitnutzen. Alles ist vorbereitet, sodass der Installationsaufwand relativ gering ist. Will doch jemand noch mitkommen und braucht ein bisschen mehr Platz? Wir haben hier ganz bequem einen Seitensitz mit verbaut. Gleich am Anfang habe ich hier alle Bedienschalter für Licht und natürlich, wichtig beim Alkoven, wer es weiß, Hochrahmen, Trittstufe. Auch die wieder so gesichert, dass ich sie nicht vergessen kann. Das heißt, sobald ich den Motor starte, fährt sie ganz automatisch rein, verhindert Unfälle. Wenn wir hier einmal reinkommen, ganz zentral habe ich hier ganz viel Information und vor allen Dingen die kleinsten Flächen auch noch genutzt. Das heißt, ich kann hier natürlich die Ablageflächen mit Rausfallschutz immer mit nutzen. Im oberen Bereich haben wir das Bedienteil. Das ist das wunderbare Schautbedienteil, sehr einfach und trotzdem praktikabel. Ich habe also sofort eine Information über Ladestand und Füllstand bei Bordversorgung und Frischwassertank, genauso wie über meine Starterbatterie und den Stand des Abwassers. Daneben das altbewährte Bedienteil für die Truma Kombi. Relativ simpler Wechsel zwischen dem Sommerbetrieb, wenn es doch nur mal warmes Wasser sein soll. Oder eben die Heizperiode im Winterbetrieb mit Heizung und kombiniertem Warmwasser. Für alle, für die Strom ein Thema ist, hier oben genauso wieder 12 Volt Versorgung und eine ganz normale Schuko-Steckdose. Den Raum hat man natürlich ganz klassisch hier auch in der Sitzgruppe. Das heißt, ich habe hier ein Fahrzeug für 6 Personen, natürlich auch mit 6 Sitzplätzen für alle. Und wenn das Wetter mal nicht ganz so mitspielt und ich mich drin aufhalten muss, habe ich trotzdem reichlich Platz mit dran. Mal ganz clever gemacht für alle, die eine Sitzgruppe mal umbauen mussten, weil doch noch irgendjemand aus dem Zelt doch bei schlechtem Wetter mit reinkommen wollte, ist die Sitzbank. Das heißt, habe ich den Tisch abgesenkt,
baue ich aus den Polstern ein komplettes Bett. Das, was sonst immer gedrückt hat, ist hier perfekt gelöst. Das heißt, ich habe den Keil, der mir ein Sitzen bequem macht, klappbar und kann damit eine komplett plane Fläche bieten. Das heißt, der Schlaf ist gesichert. Das bewährte neue Lichtsystem ist hier bei Sun Living überall mit durchgezogen. Das heißt, ich bin sehr variabel. Ich habe Spotleuchten, die sich ganz einfach zuschalten lassen und jederzeit innerhalb des Schienensystems verschieben, sogar wechseln lassen. Das heißt, ich kann ganz praktisch überall da, wo ich Licht brauche oder eben auch Strom durch die USB-Anschlüsse, das mit einsetzen. Oberschränke sind schön groß geworden. Auch von der Haptik sehr angenehm. Das heißt, ich habe ein neues Griffsystem, was mir den Zugang zu den Oberschränken sehr einfach macht. Damit ich nicht einfach nur ein großes Fach habe, wo ich keine Ordnung reinbringe, und damit eben auch nicht selbstverständlich, haben wir hier eine zweite Ablagefläche. Lässt sich das Ganze viel besser sortieren und einräumen. Was mich immer wieder umhaut, ist der Alkoven. Ich liebe ihn. So ein Riesenteil hat man tatsächlich selten. Das heißt, ich habe hier ein Bettmaß von 1,50 Meter auf 2 Meter. Wahnsinnig hell durch die beiden Fenster rechts, links und die Panoramahaube nach vorn. Natürlich für große Menschen auch immer wichtig, wer einmal vom Fahrerhaus nach hinten durch ist und sich hier gestoßen hat. Ich kann es jederzeit ganz einfach nach oben wegklappen und habe gleich mehr Kopffreiheit. Eins meiner Lieblingsthemen als Hobbyköchin ist tatsächlich, wie ist eine Küche aufgebaut. Total praktisch in dem Fall, obwohl ich eine Linienküche habe, habe ich relativ viel Ablagefläche, sowohl vorm Kocher als auch durch das praktikable Schneidebrett auf der Edelstahlspüle. Hat sich Dometic was einfallen lassen? Wir haben hier also eine schöne große Spüle. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es einfach abdecken. Kann mein Schneidebrett mit nutzen und dann geht's Kochen schon los. Und das macht auch richtig Spaß, weil ich habe drei Flammen. Auch hier wieder Piezozünder mit dran. Das heißt, die Finger sind sicher und Verbrennungen sind ausgeschlossen. Auf der Seite, wer mehr Platz braucht, habe ich einfach eine praktische Konsole. Das heißt, abstellen geht problemlos und natürlich kann ich hier auch einfach schnippeln oder ganz bequem mit rausgeben. Und man kommt auch noch vorbei zum Rein- und Rausgehen. Genau, mit rausgeben komme ich auch halt hier leicht vorbei. Egal ob für Belüftung oder die Kommunikation für die Familie draußen. Wir haben hier ein riesen Fenster mit vorgebaut. Und was ich ganz elegant finde, das ist eben auch schön verkleidet. Auch hier wieder Fliegenschutz und Verdunklung jeweils mit dran. Ein Stauraum, gerade wenn ich mit 6 Personen fahre, ist hier auch gedacht. Das heißt, ich habe 2 riesengroße Oberschränke und natürlich auch im unteren Bereich Schubkästen mit verbaut. Für alle, die es gern sicher mögen und nicht erst in die hinterste Ecke krabbeln möchten, die Schnellschlussventile sind einfach zugänglich direkt an dem Verbraucher, der entriegelt werden soll. Einer meiner absoluten Lieblinge ist hier verbaut, das heißt der schöne große 142 Liter Kühlschrank. Separates Gefrierfach, Riesenablageflächen und tolle Schublade. Das heißt, hier passt richtig viel rein. Bedient er hier? Total simpel zu regulieren. Das heißt, ich habe für den bequemen Camper eine Automatikfunktion. Hier sucht sich der Kühlschrank ganz einfach das Medium raus, was am effektivsten ist. Das heißt, in dem Fall erkennt er, Strom liegt an, läuft also über 230 Volt. Sobald ich jetzt abziehe, wird er einfach in Gasbetrieb umschalten. Und das ist das Schöne. Dadurch, dass ich die Gasflasche während der Fahrt auch auflassen kann, habe ich den Wirkungsgrad beim Kühlschrank immer am höchsten. Das heißt, er läuft dann einfach im Gasbetrieb. Ich bin mit 6 Personen unterwegs. Was brauche ich? Platz. Riesen Kleiderschränke, sowohl zum Hängen als auch richtig tolle Fächer und das über die komplette Tiefe. Sehr schön. Und wenn das immer noch nicht reicht, zweite Seite. Etwas kleiner, aber genauso praktisch. Und damit noch nicht genug. Wir haben ja draußen schon von einer meiner Lieblingsklappen gesprochen. Hier komme ich nämlich einfach in die Garage. Das heißt, nie wieder im Regen raus, um eine Wasserflasche zu holen. Hier kann man einfach reingreifen. Und weil das noch nicht genug ist, ein Stauraum,
habe ich hier noch meine Kleiderstange verbaut. Komme ich mal mit nassen Klamotten nach Hause? Ist das der erste Weg? Hinhängen, die Stauraumbeheizung mit nutzen. Das heißt, die Lüftungsauslässe, die ich unten habe, sind nicht nur im Innenraum, sondern eben auch in der Garage verbaut. Und ich bekomme alles mit unter. Was man schön hat, im hinteren Bereich natürlich auch ein riesengroßes Doppelbett. Ich habe hier 2,10 Meter Länge. Das heißt, auch wenn ich mal wirklich große Leute mitnehme, passen die hierher. Und habe eine ganz bequeme Breite von 1,40 Meter. Auch hier wieder tolle Oberschränke. Und ganz wichtig, schöne große Dachhaube für Belüftung und Licht. Hier haben wir noch ein Fenster. Auch das Fenster kann natürlich geöffnet werden. Einfacher Zugang und Licht nach draußen. Deutlich schöner am Abend statt Deckenleuchten ist natürlich die indirekte Beleuchtung. Das heißt, kann hier einfach so ein bisschen eine kuschelige Atmosphäre entstehen. Machen wir mit dem Bad weiter, weil auch eine Familie braucht da reichlich Platz. Wir haben hier eine total elegante Lösung. Auf kleiner Fläche ganz viel untergebracht. Sehr bequem gelöst, die separate Dusche. Das heißt, hier schwimmt nichts. Ich habe wirklich eine riesen Duschtasse, auch mit 2 Abläufen, sodass das Wasser in jedem Fall weg ist, auch wenn es mal nicht 100%ig klappt mit dem Waage hinstellen. Die Tür sorgt dafür, dass alles komplett geschlossen ist. Das heißt, ein Duscherlebnis fast wie zu Hause. Und was Schönes, Riesenhaube oben drüber. Das heißt, die Feuchtigkeit kann natürlich auch jederzeit mit ran. Handtuchstange ist auch mit dran gedacht. Das heißt, wenn man mal nasse Sachen mit unterbringen will, ist das hier gut gelöst. Sehr praktisch. Wir haben hier auf der Seite ein Klappwaschbecken. Das heißt, es nimmt mir keinen Platz weg. Ich habe aber ein schönes großes Becken, was ich mit nutzen kann. Und es ist ein schöner großer Spiegel, wenn man es mal braucht. Beleuchtung kann ganz einfach mit zugeschalten werden. Damit man auch hier alles mit unterbringt, ist natürlich auch ein Stauraum über dem Waschbecken gedacht. Für die Damen, die auf einen Föhn oder die Herren mit einem Rasierer zurückgreifen wollen, haben wir natürlich hier Spritzwasser geschützt, auch nochmal eine Schuko-Steckdose verbaut. Vorgesetzt hier ganz einfach die Toilette, die jeden Toilettentest besteht. Das heißt, ich habe natürlich genügend Platz, selbst bei geschlossener Tür. Auch im Bad ist natürlich an Wärme gedacht, damit man nicht friert. Auch hier wieder die bekannten Lüftungsauslässe der Truma. Den tollen Seitensitz hatten wir eben schon mal als Sitzgelegenheit, aber da verbirgt sich noch viel mehr. Für die, die ein bisschen an Technik interessiert sind, ganz wichtiges Thema. Das heißt, sehr leicht zugänglich habe ich zentral einen Punkt, an dem ich alles finde. Wir haben hier die 100 Amperestunden AGM-Batterie bzw. den Schaut-Elektroblock, der komplett alles reguliert. Wichtig für alle, die tatsächlich die Ladung während der Fahrt mitbrauchen, ist der verbaute Ladebooster, der einfach dafür sorgt, dass die Ladung über die Lichtmaschine auch während der Fahrt weiter gewährleistet ist. Zentral auch hier der FI-Schalter mit verbaut. Trotzdem ist noch reichlich Platz, um eine zusätzliche Batterie mit reinzumachen. Das heißt, ich kann ganz individuell, je nachdem wie die Strombedürfnisse sind, reagieren und hier das Ganze einfach doppeln. Das Thema Stromversorgung wird ja immer wichtiger. Das heißt, ich habe immer mehr Verbraucher und gerade in heutigen Zeiten will ich nicht unbedingt die Massen suchen, sondern eher individuell stehen. Strom ist also wichtig. Hier wird es relativ leicht gemacht. Das heißt, das EBL hat schon eine Vorbereitung für eine Solaranlage. Das heißt, sehr elegant kann ich die Stromversorgung von der Solaranlage über den Elektroblock ins Bordsystem einspeisen. Neu in 21 ist, ich kann 2 verschiedene Basen wählen. Entweder ich mache das Ganze auf dem bewährten Citroën oder ich entscheide mich für die Fiat-Variante. Citroën hat dieses Jahr ein tolles Gimmick, das heißt, alle Wohnmobile auf Citroën-Basis nennt sich Extra. Was verbirgt sich dahinter? Ich bekomme ganz viel geschenkt. Das heißt, nicht nur fahrzeugspezifische Markise, in dem Fall ein Riesenteil. Ich habe Geschichten wie Fliegenschutz, Fronthaube, die den Alkoven unglaublich hell macht, Solarregler bzw. Ladebooster mit drin, sondern ganz viele Fahrassistenten mit dabei. Also eine richtig tolle Sache. Eins der tollsten Sachen, wenn ich so ein riesen Familienmobil mit 7,39 Meter habe,
Der Grundpreis ist echt attraktiv. Das heißt, ich habe hier unter 48.000 Euro, die ich in die Hand nehme, und habe ein Fahrzeug für 6 Personen, die auch gern mal bei einer Innenhöhe von 2,10 Meter größer sein dürfen. Mit allen Extras, egal ob 16 Zoll Leichtmetallfelgen, Winterfestmachung durch beheizbaren Abwassertank, die große Truma 6 oder aber Ersatzrad und Sonderlackierung. Ich bin unter 53.000. Das ist eine echt tolle Sache. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Geschmack machen auf die neuen Sunliving-Modelle und würde mich freuen, wenn ihr euch mehr informieren wollt. Dann geht einfach auf sunliving.com oder direkt bei uns aufs Caravan Center Thüringen. Danke.